Ja, die ersten Kilometer mit dem Ortler Bergen sind runtergespult und jetzt möchte ich mir eine gefederte Sattelstütze von der Firma Cube nachrüsten, beziehungsweise von der Billigfirma Cube RFR. Kostenpunkt meine ich bei knapp 40 Euro. Sattelfell kann ich im Winter wirklich jedem empfehlen. Ist nämlich schön angenehm zu fahren. Ja, grundlegend, der Sattel hat natürlich hier an der Sattelstütze seine Befestigung. Das müssen wir beim Ortler Bergen ja auf jeden Fall lösen, um den Sattel generell zu verstellen. Aber um einen Sattel auf eine neue Sattelstütze zu montieren, da muss man ein paar mehr Sachen einstellen. Denn der Sattel ist ja hier oben festgeklemmt und man kann den Sattel quasi nach vorne, nach hinten, aber auch in der Neigung einstellen. Und wenn man mit der Einstellung so zufrieden ist, dann sollte man die natürlich übernehmen. Auf die Schnelle kann man das ganz einfach machen. Man nimmt einfach mal hier einen Zollstock und guckt so ganz grob, wie weit der Sattel nach vorne steht. Das sind bei mir, würde ich behaupten, knapp 12 cm. Hier an der Erhöhung ist natürlich ein bisschen mehr. Also ich gehe jetzt mal an die Stange und sage knapp 12 cm, so für mein Empfinden. 12 bis 12,5 cm. Bei der Sattelneigung. Ich habe mal gelernt, dass es genau horizontal sein soll. Dieses Fahrrad ist aber nicht komplett horizontal in meinem Cube. Unter meinem Cube ist es auch nicht ganz horizontal. Dafür gibt es jetzt ein ganz einfaches Hilfsmittel und zwar einfach unser Smartphone. Die Smartphones haben in der Regel eine Wasserwaage eingebaut und wie man hier sieht, bin ich bei 3 Grad Neigung und die stelle ich dann später gerade wieder ein. Bei dem Sattel hatte ich ja damals einfach den Hüftknochen quasi so als Maß genommen. Deswegen messe ich mir das jetzt nicht vom Boden ab, wie hoch das sein soll. So, ansonsten nehme ich mir einen 5er Inbus zum Öffnen. Zudrehen werde ich das dann später wieder mit dem Drehmomentschlüssel, den seht ihr dann. Wenn ihr keinen Drehmomentschlüssel habt, die kosten gar nicht so viel Geld. Link ist unten in der Beschreibung. Sattel kann raus. So, wie man jetzt hier sieht, diese Klemmbefestigung quasi, das sind die gleichen Schrauben wie diese Winkeleinstellung. Und das haben wir quasi bei der Cube-Stütze auch. Bei der Cube-Stütze ist es so, dass diese Skala vorne ist. Wenn ich mich recht erinnere, nee, es muss andersrum sein, dann ist die Skala hinten. Wie man sieht, hat man dann schon generell einen Grundwinkel. Man kann halt aber den Sattel immer noch ein bisschen verstellen. Und die Cube-Stütze wird hier mit 7 bis 9 Newtonmeter festgezogen. Das ist halt echt immer wichtig, auf solche Angaben zu achten, gerade bei den kleinen Schrauben, weil ruckzuck sind die Gewinde kaputt oder es fängt an zu knarzen, weil sich halt irgendwas verbogen hat oder so. Die Drehmomente beim Fahrrad werden echt oft unterschätzt. Aber wie gesagt, so ein Drehmomentschlüssel ist gar nicht so teuer. Unten in der Beschreibung ist meiner. So. Ich habe es nicht mal komplett auseinandergeschraubt, einfach nach hinten weggezogen. Jetzt muss ich hier natürlich entsprechend auch die Schrauben lösen. Was hier noch wichtig ist, die Stütze ist von 80 bis 120 Kilogramm. Hier unten kann man das grob einstellen, die Federvorspannung quasi oder die Stärke des Dämpfers. Ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, 80 ist der kleinste Wert, also sprich am weitesten rausgedreht, 120 am weitesten reingedreht. Da ich keine 120 wiege, sondern ja, knapp die goldene Mitte quasi, habe ich das entsprechend so eingestellt für mich. So, jetzt hat er aber. So, jetzt ziehe ich die Schrauben erstmal handfest. Und dann tue ich den Sattel erstmal wieder aufs Fahrrad. Weil ich halt mit diesen Schrauben auch den Winkel einstelle, ne? Ganz klar. Im gleichen Zug nehme ich mir auch schon meinen Drehmomentschlüssel. 2 bis 24 Newtonmeter. Suche mal noch den passenden Bit raus und dann kann es auch schon losgehen. So, die Sattelstange stecke ich jetzt wieder rein. Ich habe hier hinten eine Skala, ich gehe jetzt einfach mal auf diese Höhe 5. Und gucke, dass der Sattel gerade ist. Mit einem Auge geht es ganz gut. Dreht es dann hier schon mal ein bisschen fester. So, die Sattelstütze bekommt dann 5 Newtonmeter. So, ich lege das Handy also wieder so hin. Oh, habe ich ja sogar ganz gut aus dem Augenmaß getroffen. Also ein bisschen fester, abwechselnd, dass ich immer ungefähr bei meinen 4 Grad bleibe. Da
Das sieht doch gut aus. Und dann gebe ich jetzt auch am Sattel Drehmoment. Sattelstütze bekommt 2 Newtonmeter mehr, also sprich 7. 6, 7. Das mache ich jetzt abwechselnd. Dann sollte der Winkel gleich bleiben. Das ist natürlich ein bisschen eng hier. Da muss ich sagen, Proxon Ratschkasten. Link in der Beschreibung. Ist jetzt nicht unbedingt Werbung, sondern eher ein Tipp von mir. Also Proxon bezahlt mich nicht, keine Angst, aber das sind halt die Ratschkasten, wo alles mit drin ist. Und das ist für sowas eigentlich geil. Ich meine, die Gelenke, die nehmen ein bisschen an Drehmoment weg, aber man kann trotzdem halbwegs das Drehmoment einstellen. Das ist eigentlich ganz gut. So, Nummer 1 hat Drehmoment. So, und wir sind bei den 4 Grad. Perfekt. Als nächstes heißt jetzt natürlich Probefahrt. Gucken, ob der Dämpfungsgrad so stimmt oder ob man es halt entsprechend dann härter oder weniger hart einstellen muss. Ja Leute, ansonsten alles in der Beschreibung drin. Ich bin gespannt, wie sich diese Sattelstütze schlägt. Das mit dem Schutzblech vorne habe ich auch entschärft und ich hoffe, dass es jetzt vorbei ist mit dem Schleifen. Genau, für die Leute, die ersten Teile gesehen haben, hier habe ich ein neues Loch gebohrt, damit ich das Schutzblech höher setzen kann. Und das Schutzblech hat halt die ganze Zeit geschleift und jetzt habe ich im Endeffekt diese Kappe, die hier normalerweise drauf sitzt, abgemacht und habe die einfach hinten dran gemacht, denn da hat sie bei mir gefehlt. Und hinten habe ich auf jeden Fall mehr Platz als vorne. Und seitdem ich das jetzt so gemacht habe und vorne ein bisschen mehr Platz gewonnen habe quasi, schleift hier nichts mehr an dem Rad. Abonnieren nicht vergessen und schaut die anderen Videos. Macht's gut.